Ja, Dirk, du siehst, die Halbinsel hat sich schon sehr stark gefüllt am Freitag Spätnachmittag oder Freitagabend. Morgen soll es ja noch voller werden. Es ist erstaunlich, wie klapperfrei dein Fahrzeug ist auf diesem schlechten Untergrund. Auch das Fahrwerk ist weich, ne? Ja, also ich bin echt so begeistert. Die Hand ist auch immer begeistert, ja. Das Fahrwerk ist weich. Also da stehen wir, dahinter kommt gerade die Nora. Also nicht sie, sondern vor dem Fahrzeug quasi. Und du kannst da, ich glaube, hinter dem Baum... Zwischen den Baum und den Baumstumpf da rein. Meine ich, dass das der Platz ist. Weil der davor ist es, glaube ich, nicht. Sondern genau, das ist ja die Wasserentnahmestelle, wo wir stehen. Ja, und da hast du dann diesen Platz. Ja, hier sind wirklich schon so einige Fahrzeuge, wie man sieht. Vorhin waren hier noch mehr Lücken. Und wir haben uns gerade sagen lassen, dass es hier morgen keine Lücken geben soll. Mhm. Also der Platz ist voll, deswegen haben wir Dirk jetzt fast gar nicht hier rüber gekriegt, ne? Aber der ist ausgebucht. Und du meinst, so kann ich stehen, ne? Wie ja. Ich jetzt so gerade schön... Genau, schön gerade rückwärts. Ja, also es haben auch wieder einige doch zugebucht, die eine Absage bekommen hatten, weil es jetzt doch wieder erlaubt ist. Das Beherbergungsverbot wurde ja aufgehoben. Ja, wir freuen uns. Jetzt geht das Treffen weiter. Viele Grüße von uns beiden. Ja. Und schreibt hinten drauf, wenn ihr hier seid, das Video lade ich ja heute Abend gleich noch hoch, am Sanitärgebäude, schreibt auf das Plakat, was ihr sehen wollt oder was ihr selber anbietet. Damit morgen am Samstag ein bisschen Programm noch ist. Dirk, du hast das letzte Wort. Ja, ich freue mich, super, dass es stattfindet, das Treffen. Trotz Corona. Dass man vor allem auch das Beherbergungsverbot gekippt hat in Niedersachsen. Denn das ermöglicht jetzt vielen dann doch, dass man anreisen darf. Denn heute sah es ja noch so aus, auf der Halbinsel gab es noch freie Kapazitäten. Die sind jetzt alle ausgebucht. Also ich denke, viele haben noch das Glück und können sich jetzt noch in Bewegung setzen und hier am Adria-Wendt-Treffen mit teilnehmen. Ja, und wir sind jetzt schon sehr viele. Wir sind gespannt auf morgen. Schaut doch gerne weiter unsere Kanäle. Ja. Was soll ich sagen? Achso, du filmst schon. Ja, also Dirk stellt sich jetzt neben uns direkt. Dann neben. Auf unseren Platz mit. Guck mal, wie viel Abstand da noch ist. Ja. Wir teilen uns quasi einen Stellplatz. So ja, die sind recht groß. Ne? Ja. Das ist nicht schön, dass wir alle beide darauf passen und noch genug Platz ist. Jetzt fehlt nur noch die Heike. Ja. Wer schleicht denn jetzt noch die Nacht über hier rum? Ja. Ja, sag mal, Mirko. Es ist soweit. Also wir sind auch nur Menschen, wie jeder andere auch. Unsere Toilette ist voll. Wir gehen ja im Van. Wir duschen auch im Van, obwohl hier ein Sanitärhaus ist. Und wir wollen hier natürlich entsorgen. Und wir wissen gar nicht wo. Apropos, weiß einer von euch, wo man die entsorgen kann? Ja, wahrscheinlich hier um die Ecke. Aber nicht innen drinnen, sondern außenrum, ne? Ja. Okay. Und dann haben wir hier, hat einer eine Taschenlampen-App. Unser Plakat hängt ja wegen morgen. Ja. Wir wissen gar nicht, ob da schon einer was eingetragen hat. Ansonsten kommt da morgen erst was hinzu. Und der junge Mann hier, der hat sogar das Tape gespendet hier. Ach, ja. Er war das. Er hat uns Panzertape gespendet. Wir haben alles mitgenommen, aber kein Panzertape, um das festzukleben. Hat einer von euch eine Taschenlampen-App? Wo hast du ein Handy? Nein, ich habe kein Handy. Wollen wir noch mal kurz hier gucken. Das hängt übrigens nur hier drunter, weil es regengeschützt sein soll. Ja, es hat sich noch keiner getraut, was hinzuzuschreiben. Aber wir sehen, hier hängt was schon. Was ist denn hier? Da hat einer was hingeklebt. Was ist das? Das zeigen wir morgen nochmal im Hellen. Veränderung wahrscheinlich. Ja, genau. Wir müssen ja sowieso erstmal abwarten, bis es hell wird. Und dann... Wir werden nachher noch was darauf schreiben. Und ansonsten, wenn ihr das seht, ich weiß nicht, ob wir das heute Abend noch hochladen, ich schneide das. Schreibt da drauf, was ihr sehen wollt und auch, was ihr selber anbietet. Zeigt es einfach. Oder schreibt drauf, was ihr sehen möchtet. Und dann wird der eine oder andere vielleicht sagen, da und da stehe ich, das ist mein Platz. Kommt vorbei, ich zeig dir das. In diesem Sinne.